Herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online. Ich habe schon mal ein bisschen gemütlich gemacht mit einer kleinen Pfeife. Kam da gerade eine Taube aus mir rausgeflogen? Das Zeug habe ich bekommen in Bruchtal von niemand anderem als Pippin. Natürlich, wer sollte mir sonst irgendwelches Pfeifenkraut geben, wenn nicht ein Hobbit? Denn ich habe noch ein bisschen weitergemacht und, beim letzten Mal waren wir, ich weiß gar nicht, was für ein Level wir waren, irgendwo in den oberen 30ern. Ich habe also nicht so viel weitergemacht. Aber ich möchte noch ein paar Worte zur letzten Aufnahme verlieren. Einmal, wir waren ja sehr weit über dem Level beim Buch 3 jetzt gewesen, dass alles ausgegraut war. Aber der ein oder andere Aufmerksame von euch hat es vielleicht festgestellt, als wir dann das Vorwort zum Buch 4 angenommen haben, waren wir auf einmal schon wieder bei Level 37. Also das geht schon ziemlich hoch dann. Also da hat man einen ziemlichen Sprung drin. Deswegen war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da mit dem Level schon höher war. Auch wenn es jetzt innerhalb des Buchs 3 jetzt nicht unbedingt notwendig war eigentlich. So, deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel weitergemacht, damit es noch zumindest hellblau ist, damit wir zumindest alle Gegner haben, also damit uns zumindest alle Gegner angreifen. Bevor wir uns dieser Sache aber widmen wollen, will ich erstmal etwas anderes mit euch machen. Und deshalb befinde ich mich in den Trollhöhen, hier unten in Tal Bruinen. Also das hier hinter uns ist der Bruinen, ein bisschen weiter hoch haben wir die Furt, an der die Nazgul ins Wasser gespült wurden. Und warum bin ich hier? Wir wollen uns ein paar Sachen anschauen, die außerhalb des eigentlichen Hauptquests sind. Einmal will ich mit euch machen, letzte Ruhe für die Bösen. Dabei gehen wir in eine Instanz mit Glorfindel, in der wir gegen einen weiteren Arid-Fürsten kämpfen werden. Ich kann euch nicht sagen, was genau wir dabei machen, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, an dieses Quest, an diese Instanz. Aber mal schauen. Ich bin selbst gespannt, aber kann ja spannend werden, mal mit Glorfindel zu kämpfen. Dann haben wir ein weiteres Jägerquest, das ich hier von Fridolin Tuck bekommen habe. Das können wir uns mal anschauen. Aigir, ich möchte euch bitten, nach Bre zurückzukehren und mich aufzusuchen. Ich möchte euch sehen, denn ich habe gehört, dass ihr zu einer Art Legende herangewachsen seid. Ich denke, dass ich euch weiterhin behilflich sein kann. Fridolin Tuck. Bringt den Brief zu Fridolin Tuck nach Bre, natürlich, das werden wir tun. Ich nehme das jetzt mal an. Und dann haben wir hier noch eine dritte Aufgabe, die hier unten in Tal Bruinen ist. Dazu muss ich sagen, ich habe da schon im Voraus Aufgaben hier unten gemacht. Hier geht es im Prinzip darum, dass die Fischer hier unten sich ein bisschen bedroht fühlen, denn sie haben eine seltsame Gestalt gesehen. Die Fische beißen die nicht wie sonst an. In die Kammer des Sohnes hineingegangen ist. Also da ist noch ein Säugling, glaube ich, den sie haben. Und sie haben da irgendeine seltsame Gestalt drin gesehen und haben jetzt ein bisschen Angst. So, und da haben wir jetzt zusammengearbeitet und ich habe für die Fischer hier erstmal die ganzen Netze, die hier am Bruinen entlang aufgebaut wurden, durchsucht, um Fische heranzuholen. Und diese Fische werden wir nun als Köder benutzen. So, eine Sache fällt mir gerade noch ein, weil ich das Buch gerade neben mir liegen sehe. Ich habe hier den Atlas von Mittelerde neben mir liegen. Ganz interessantes Buch, in dem sich fast schon mit wissenschaftlicher Präzision den Reiserouten und den Tagen und der Geschwindigkeit gewidmet wird, in der da beim Herrn der Ringe vorgegangen wurde. Und die Sache ist ja, Tolkien hat sehr genaue Angaben gemacht dazu, wie die Umgebung gestaltet ist. Und hat eigentlich an sehr vielen Stellen Hinweise hinterlassen. Das Problem ist, er hat Spaß daran gehabt, alte Einheiten zu benutzen. Sowas wie Wegstunde und so weiter. Also eine Wegstunde, irgendwo wurde es dann mal erklärt, in den Nachrichten von Mittelerde, glaube ich, dass eine Wegstunde 3 englische Meilen sind. Dann hat er noch Klafter und Faden und so weiter eingeführt als Einheiten. Und die Elle, die ja auch eine wahnsinnig genaue Einheit ist. Ja, und man konnte dann letztendlich, nachdem man sich da rangewagt hatte mit einer ziemlichen Präzision und alles, was so an Hinweisen im Buch drin stand, ausgewertet hatte, eine Karte erzeugen und feststellen, wann die Gemeinschaft wo war und mit welcher Geschwindigkeit sie dabei vorwärts gekommen ist. Und ich habe das Buch hier gerade mal hier, die Tabelle der Reisewege von Beutelsend nach Bruchtal, weil ich mir beim letzten Mal ja nicht sicher war, wie lange die eigentlich in Bruchtal waren. Also hier steht drin, die Wetterspitze, Blitze über der Wetterspitze am 3. Oktober, das wissen wir ja, Gandalf war am 3. Oktober auf der Wetterspitze.
Der Überfall der Nazgul auf Frodo und die anderen auf der Wetterspitze, das war am 6. Oktober, 3 Tage später. Und vom 6. Oktober bis zum 20. Oktober, also 2 Wochen lang, sind die dann unterwegs gewesen. Vom 6. Oktober bis zum 12. Oktober sind sie durch die einsamen Lande mit dem Pony. Also Frodo war auf dem Pony. Dann am 13. Oktober sind sie an der letzten Brücke angekommen. Die haben wir, wenn wir hier mal die Karte aufmachen, hier drüben. Das ist die letzte Brücke. Und da waren sie also am 13. Oktober, also eine Woche nachdem Frodo gepikst wurde. Und eine weitere Woche verging dann, in der sie zunächst hier nach Norden abgebogen sind. Und dann, oh, was steht hier? Wartet mal. 13. Oktober, Brücke überquert, Straße verlassen, dann hier nach Norden hin wahrscheinlich. 14. 15. Oktober steht nichts Spezifischeres drin. Am 16. Oktober, Wendung nach Norden. Ach, Wendung mehr nach Norden, okay. Also sind sie vielleicht erst so gelaufen, dann weiter nach Norden. Dann 17. Oktober, Wendung nach Südosten, sind sie wieder hier rüber gelaufen irgendwie. Am 18. Oktober finden sie die Trolle. Na eben, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ich weiß gar nicht, wo genau die Trolle sind. Dabei geht es um die 3 versteinerten Trolle, die auf Bilbos Reise versteinert wurden. Stimmt, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Genau, an dem 18. Oktober treffen sie auch auf Glorfindel und marschieren bis zum Tagesanbruch. Am 19. Oktober Frodo zu Pferd und am 20. schließlich der Marsch zur Furt, der Angriff der schwarzen Reiter und Frodo wird ohnmächtig und wird dann nach Bruchtal gebracht. Also am 20. Oktober war das. Ich glaube, die Ankunft ist dann am... Ich glaube, noch nicht gleich am 20. Ich bin mir aber nicht sicher. Das steht hier nicht so genau drin, leider. Und Aufbruch aus Bruchtal ist am 25. Dezember des Jahres 3018, drittes Zeitalter. Also, sie waren wirklich 2 Monate, wie ich das noch in Erinnerung hatte, dann in Bruchtal. Und am 25. Dezember sind sie wieder aufgebrochen und haben dann Neujahr damit verbracht, dass sie irgendwo in zerklüftetem Gelände waren, das noch zu den südlichen Trollhöhlen wahrscheinlich gehörte. Denn da ist es nicht weiter spezifisch angegeben. Ja, das wollte ich bloß mal so ein bisschen nachtragen noch. Also, wer es mal ganz genau wissen will, Historischer Atlas von Mittelerde von Karen Wynne von Stutt. Und in dem Buch steht nicht bloß drin, wann die Gefährten wo waren, sondern da sind auch relativ hübsche Karten für alle Zeitalter drin, fürs erste, zweite, dritte Zeitalter und viele Zusatzinformationen. Das ist also ziemlich cool, muss ich sagen. Das wollte ich bloß mal noch mit loswerden. Und jetzt widmen wir uns der ersten Aufgabe, denn diese Gestalt, die wollen wir uns anschauen und wir wollen sie fangen. So, eine Falle für die Kreatur. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Legen wir die Fische unter das offene Fenster von meinem Häuschen. Dann können wir ihn überraschen, wenn er wieder zur Wiege will. Er wird nicht ahnen, dass Afanen den kleinen Velan in Sicherheit gebracht hat. Also Afanen ist die Frau, die hier drüben steht, ne? Velan ist dann der kleine Sohn wahrscheinlich. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid, Aegir. Dann können wir uns vorbereiten. Ich bin kein Jäger, also habe ich meinem Freund Atwold eine Botschaft geschickt und ihn um Hilfe gebeten. Wir treffen ihn später. Sprecht mit Garbat und führt seinen Plan aus, um die Kreatur zu fangen. Natürlich! Das wollen wir tun. Ach ja, eine Sache noch. Es ist gerade mal wieder Jubiläumsfest. Das heißt, Herr der Ringe Online hat mal wieder Geburtstag. Es ist der 8. mittlerweile. Das Spiel ist also jetzt schon 8 Jahre alt. Und es wird fröhlich gefeiert. Ich sehe gerade, ich habe noch den falschen Rahmen drin. Ich kann jetzt den Rahmen für 3 Jahre mehr anlegen. Kommt also noch so ein Dingens hier dazu. Da mein Account jetzt schon 3 Jahre alt ist. Ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, ob das schon mal erwähnt hatte, ich hatte schon vorher mal einen Account gehabt. Leider habe ich für den die Login-Daten komplett vergessen. Und hatte halt eine längere Pause bei Herr der Ringe Online. Und irgendwann hatte ich dann mal wieder angefangen zu spielen. Und da musste ich mir halt einen neuen Charakter erstellen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon einen 5-Jahres-Rahmen oder einen 6-Jahres-Rahmen, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so. So, jetzt wollen wir uns aber mal endlich der ersten Instanz widmen hier. Denn wir haben ja ein bisschen was vor, ne? Bereit zum Abmarsch? Bereiten wir die Falle vor, um diese Kreatur zu fangen. Keine Ansage diesmal? Okay. Ah, es steht bloß da, okay. Garbat, ein Fischer aus Salbruinen, glaubt der heimtückischen Kreatur, die wenigen noch verbliebenen Bewohner der Region in Angst und Schrecken versetzt, eine Falle stellen zu können. Die Kreatur war jedoch bislang auf der Hut.
und hat sich als gerissener Gegner erwiesen. Ich grüße euch. Diese Kreatur wird uns in die Falle gehen, Algier. Ich kann es spüren. Gewiss wird sie heute Nacht zum Häuschen zurückkehren. Dann werden wir sie erwarten. Die meisten Vorbereitungen habe ich bereits abgeschlossen. Wir warten nur auf Artwold. Ah, da ist er. Hey, Garbert. Ja, komm einen Meter schneller, los. Ich bin wieder zurück, Freunde. Wir werden diese Kreatur aufhalten. Ihr werdet schon sehen. Das hoffe ich, Artwold. Ich werde drinnen sein und meine Bratpfanne bereithalten. Die wichtigste Waffe, die Bratpfanne. Wir werden den Fisch neben das Haus legen. Hier entlang, Algier. Okay, lass starten. Die Musik ist auch interessant, muss ich sagen. So, legen wir die Fische mal hin. Ich nehme an, hier auf die flachen Steine. Legt den Fisch unter das Fenster hier. Schon dabei. So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das ist der ideale Ort, um der Kreatur aufzulauern, Algier. Haltet die Augen auf, denn Garbard ist sicher, dass sie heute Nacht zurückkommen wird. Haltet die Augen auf. Die Kreatur könnte überall sein. Bleibt wachsam. Wieso steht Afanen denn noch draußen rum? Das ist immer der am wenigsten aufregende Teil einer Jagd, Algier. Joe, was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Gehen wir mal mitschauen. Okay, jetzt scheint es langsam loszugehen. Ich grüße euch. Irgendetwas ist da draußen, Algier. Ich glaube, unsere Kreatur ist in der Nähe. Da war es schon wieder. Ein leises Plätschern. Sie kommt aus dem Wasser. Auf mein Zeichen springt ihr hervor und versucht sie zu packen. Sie soll damit beschäftigt sein, den Fisch zu essen. Also wartet auf mein Zeichen, bevor ihr euch zeigt. Ach ja, eins muss ich an der Stelle noch sagen, was noch dazugehört hat. Den Fischern wurden immer wieder Fische weggefressen und die Gräten lagen dann überall herum. Deswegen versucht man es hier mit den Fischen als Köder. Geh nicht zurück zu Uduluk. Werden wir nicht, mein Schatz. Hier, Fische! Hier! Armes Meergold, so hungrig! Gollum! Fisch? Warum ist da Fisch, mein Schatz? Noch nicht, Algier. Wartet auf mein Signal. Komm, lass starten. Unser Fisch jetzt! Ja, Schatz! Wo kommt der Fisch her? Wir wissen's nicht, Schatz. Nein, wir wissen's nicht. Gollum, dürfen nicht fragen. Könnte sonst unser letzter Fisch sein, Schatz. Artwold, lass uns draufgehen. Komm. Wird Uduluk das nicht bereuen? Nie mehr über uns lachen. Nein. Gollum, Gollum. Jetzt, Algier, packt sie. Okay, schnappen wir ihn uns. Ach, Feinde, Feinde. Flinkes Bürschchen. Ah, mein Bein. Ernsthaft? Oh. Geht weiter, Algier. Ich werde euch schon wieder einholen. Okay, dann müssen wir halt alleine hinterher. Und ihr habt das natürlich bestimmt schon erraten, wer das ist. Er hat ja auch schon gesagt... Nicht sicher! Nirgendwo sicher! Gollum! Gollum! Er hat ja auch schon gesagt, Smeagol. Fliehen! Wir müssen fliehen, Schatz! Und ich glaube, es gibt nur einen, der so drauf ist. Und das ist Gollum. Wir haben Gollum jetzt endlich zum ersten Mal getroffen. Der ist hier in den Trollhöhlen unterwegs. Und macht hier alles unsicher. Wer Uduluk ist, das müssen wir noch herausfinden. Auf Baum klettern? Nein, nein, nicht hoch genug. Gollum! Psst, fort! Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Gollum! Momentan können wir leider nicht mehr machen, als nur hinterher zu rennen. Wir hätten ihn schon dreimal schnappen können, aber naja.
komm schon, bleib stehen, Gollum. Wir finden Uduluk. Gollum, paddeln, 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 Schatz. Schneller. Komm schon, ich kann dich überholen. Gollum flitzt davon. Uduluk! Dreckiger Hawk ist keine Hilfe! Gollum! Er wirkt nicht wirklich gefährlich, ne? Aber jetzt ist er außerhalb unserer Reichweite. Bis bald, Gollum. Und da ist angesprochener Uduluk. Ein Ork. So, ich würde sagen, ich mache eine Falle hier hin. So, und jetzt kann's losgehen. Meine Jungs haben den Schleicher nicht umsonst aus dem Gefängnis der Elbenkrieger befreit. Ich habe Befehl, auf den Schleicher aufzupassen. Es gibt da nämlich was, das er erledigen soll, wisst ihr. Aber mehr werdet ihr darüber nicht erfahren. So, kein Problem, wir machen dich nieder, mein Freund. Tja, wir haben es gehört, er hatte Befehl, Gollum aus der Gefangenschaft der Elbenkrieger zu befreien. So, ich mache ihn erstmal kurz fertig. Algier, offenbar bin ich gerade rechtzeitig gekommen. Und verliere gleich noch ein paar Worte mehr. Denn erstmal kommt der nutzlose Advolt wieder. Was ist mit der Kreatur? Habt ihr ihre Spur verloren? Ja, ich habe ihre Spur verloren, aber müsst euch keine Sorgen machen. Er wird schon irgendwann demnächst verschwinden aus der Region. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zu schade, dass ihr seine Spur verloren habt. Doch seid ihr beim Aufspüren von Fährten nicht so erfahren wie ich. Also war das zu erwarten. Hey, komm schon, Alter, ich kann das auch. Ihr habt euer Bestes gegeben, Algier, und ich weiß das zu schätzen. Ich denke, wir haben jener Kreatur genügend Angst eingejagt, dass sie weder Gabert noch seiner Familie je wieder Ärger bereiten wird. Und das ist das Einzige, was zählt. Warum steht ein Fragezeichen? Keine Ahnung. Das mit dem Ork habt ihr übrigens gut gemacht. Wäre die Sache mit meinem Bein nicht gewesen, hätte ich euch geholfen. Keine Frage. Ich frage mich, was dieser Uduluk hier draußen verloren hatte und in welcher Verbindung er mit unserer Kreatur stand. Sehr seltsam. Vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Doch, würde ich schon sagen. Für dich vielleicht nicht, das stimmt schon. Seid ihr bereit? So, also nur ein kleines Intermezzo hier mit dieser Instanz, aber ich wollte euch mal zeigen, dass Gollum hier vorkommt. Und das ist die erste Stelle, an der man auf ihn trifft, nicht die letzte zugegebenermaßen. Mir fällt jetzt gerade eigentlich nur noch eine ein, wo er nochmal kommt, das ist das Krabbeltal im Düsterwald. Dann erst ganz weit hier drüben, müssen wir mal hier hingehen. Hier im Süddüsterwald gibt es das Krabbeltal, wo ganz viele Spinnen unterwegs sind. Und hier werden wir auch nochmal auf Gollum treffen, das dauert aber noch eine ganze Weile. Das werde ich euch dann aber sicherlich auch zeigen, auch wenn das mit Gollum, glaube ich, nicht zum Hauptquest gehört. Gut, ansonsten war das halt, wie gesagt, nur so ein kleines Intermezzo, um euch Gollum mal zu zeigen, wie er hier so im Spielchen ist. Und man nutzt halt die ganzen Nebenstränge, die es so gibt, auch so um Gollum rum, um dann einfach mal noch kleine Geschichten am Rande zu erzählen. Und ich finde das ziemlich schön, muss ich sagen. Ich grüße euch. Ich habe noch nie eine solche Kreatur gesehen. Seid ihr sicher, dass sie nicht zurückkehrt? Dennoch werde ich wachsam bleiben, bis ich mir ganz sicher bin. In jedem Fall bin ich euch sehr dankbar. Vermutlich solltet ihr diese Pfeile jetzt zu eurem Jägerfreund zurückbringen. Bringt die Pfeile jetzt Tristan? Ja, damit hat es mal angefangen, weil wir einen Pfeil aus einem Hirschkadaver rausgeholt haben, der seltsamerweise angefressen war. Und das war halt auch Gollum gewesen. Dadurch sind wir überhaupt erst auf die Spur von ihm gekommen. Gut, aber für das Let's Play will ich es mit der Questreihe jetzt erstmal belassen an der Stelle. Und ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg. Nee, nicht nach Bruchtal. Ich glaube, wir machen erstmal nach Bre und gehen zu Fridolin Tuck als nächstes. Und machen dann die Jägeraufgabe. Mal sehen, was es da gibt. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Hab gar nicht geschaut. Können wir ja jetzt mal machen. Belohnung steht nicht da. Okay. Na gut, ist ja noch nicht das eigentliche Quest, was wir hier haben. Sondern das führt uns ja nur zu ihm hin erstmal. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin gespannt. Ich weiß ja selber nicht, was kommt, weil ich noch nie einen Jäger gespielt habe bis zu dem Level. Auf jeden Fall ist hier in Bre bestimmt ein bisschen was los jetzt, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil wie gesagt gerade Fest ist und beim Fest sind meistens auch wirklich Leute hier unterwegs. Wir können ja mal ganz kurz, oh, da leckt's wieder wie immer, wir können mal ganz kurz einen Blick hier links den Hügel hochwerfen.
Da stehen schon die ersten Leute rum. Können wir kurz einen Blick hier den Hügel hochwerfen, denn hier haben wir gleich eine dieser Sachen. Wir sehen es ja auf dem Radar schon, da sind ein paar Ringe angegeben. Ja, hier drüben ist nämlich eine Festwiese. Ja, hier stehen sie auch schon alle. Und auf der kann man Feuerwerke steigen lassen. Und natürlich, wo Feuerwerke und Abenteuer sind, stehen ein Brandybock und ein Tuck rum. Was sonst? Naja, was soll's. Gut, wir machen uns aber auf dem Weg hinunter zu Fridolin Tuck in den Süden von Bre. Und werden mal schauen, was er hat. Ich schätze einfach mal, es wird wieder zu Gerti Leine gehen. Weil das bisher immer unsere Anlaufstation war, wenn es um irgendwelche Jägerquests ging. Ja, mal sehen, ob wir wieder irgendwie das Auenland verteidigen müssen oder irgendwelche Wölfe im Düsterwald, im Alpenwald jagen müssen. Oder irgendwelche anderen Aufgaben zum Heimatschutz. Keine Ahnung. Aber ich nehme mal an, es wird wieder in die Richtung gehen. So, ich glaube, das müsste der günstigste Weg sein. Bin ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon geritten, ne? Als ich jetzt zufrieden in den Tuck bin. Durchs Steinviertel durch. Ja, also, einmal das Jubiläumsfest, dazu wollte ich noch ein paar Worte verlieren. Man hat halt überall so ein paar kleine Jux- und Tollerei-Sachen. Also man kann zum Beispiel in Thorins Halle... Mensch, das leckt ja aber wirklich ganz schön heute. Man kann also einmal in Thorins Halle sich einfach schlagen gehen. Da kriegt man eine Keule in die Hand gedrückt und muss versuchen, den Gegner aus dem Ring zu schlagen. Was haben wir noch? Ne, das ist der falsche Weg, oder? Ist das der richtige Weg schon? Was haben wir noch? Ja, die Feuerwerke haben wir noch. Wir haben Rennen, die wir auf Parcoursstrecken mit dem Pferd durchführen können. Einmal im Auenland und einmal in den Rossfeldern oder auf den Rossfeldern nördlich von Bre. Hier oben. Genau hier beim Hexackerhof. Mehr fällt mir gerade nicht ein, muss ich zugeben. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die man da durchführen kann. Und ist eigentlich ganz niedlich immer mit diesen Questen so am Rande. Das Gute ist, das Gute ist, man bekommt immer auch Belohnungen dafür, wenn man das macht. Und in dem Falle, ich habe es jetzt nicht mit Eigier gemacht, deswegen habe ich das nicht hier. Aber man kann sich Pferde zum Beispiel erspielen. Da gibt es eigentlich ein ziemlich hübsches diesmal. Ein schwarzes Pferd mit schwarzer Satteldecke und 7 anorischen Sternen drauf. Keine Ahnung wieso, aber ich habe mit einem meiner Charaktere jetzt ein anorisches Pferd. So, und noch ein Wort zu Gollum. Der ist ja gefangen genommen worden. Also, bevor Frodo aus dem Auenland los ist, wurde Gollum ja gefangen genommen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal ist Gollum vom Ring angezogen oder von Saurons Willen angezogen nach Mordor gegangen. Schon vor einer ganzen Weile, schon ein paar Jahre bevor Frodo los ist dann. Und wurde dort gefangen genommen in Barad-dûr, wurde gefoltert. Dabei hat er ja ausgespuckt, dass der Ring bei einem Beutlin im Auenland ist. In Gollums Sicht ist das noch Bilbo Beutlin. Und deswegen sind die Nazgûl ja dann ins Auenland gekommen, um den Ring zu holen. Danach haben sie Gollum wieder freigelassen aus Barad-dûr und die Orks haben die Order bekommen, lasst ihn ziehen. Und Gollum ist davon gegangen, nicht ohne vorher, der ist bei Cirith Ungol durchgegangen. Das ist die Passstraße, die geheime, die über Minas Morgul liegt. Ich glaube, das ist nicht auf der Karte drauf, ne? Können wir mal kurz schauen. Bin heute wieder voll der Erklärbär, stelle ich gerade fest. Vielleicht hier bei Gondor? Naja, doch so halb. Also Minas Morgul ist ja das Gegenstück zu Minas Tirith. Und hier ist ja der Hexenkönig, der Chef. Und oberhalb von Minas Morgul im Gebirge liegt eine Passstraße, die durch ein Höhlensystem führt. Und dort lauert Kankra, die letzte Tochter von der Weltenfresserin Ungoliant. Und Kankra ist eine riesige, fette, eklige Spinne. Eine ziemlich mächtige sogar. Und so wie ich das jetzt im Buch gelesen hatte, ist sie auch die Mutter der meisten Spinnen von Mittelerde. Also bis zum Düsterwald hoch ist das ihre Brut. Und sie ist im Prinzip der Inbegriff der Bosheit. Also sie lauert eigentlich nur in ihrer Höhle und verzehrt sich selbst in ihrer Dunkelheit. Und ab und zu wird da mal ein Ork reingeschickt, der dann als Beute dient sozusagen. Also Sauron hat da so eine stillschweigende Übereinkunft mit Kankra. Er lässt sie in Ruhe und sie bewacht dafür diese Passstraße, damit niemand nach Mordor reinkommen kann. Genau, und dort ist Gollum durch bei seiner Flucht, hat aber mit Kankra einen Deal abgeschlossen, dass er ihr jemanden vorbeibringt und ihr quasi Beute bringt. Also er hat sich ganz devot als ihr Diener angebiedert und ist das dann letztendlich auch. Also Gollum
dient letztendlich nicht nur sich selbst, sondern auch Kankra. War ich auch ein bisschen überrascht, dass das so deutlich dort dargestellt wurde im Buch. Aber er ist tatsächlich ein Diener von Kankra und hat tatsächlich eine richtige Übereinkunft mit ihr getroffen. Nicht bloß so eine stillschweigende, sondern eine richtige Übereinkunft. Und von da aus wollte er sich dann in den Norden aufmachen. Dummerweise wurde er da von Aragorn erwischt. Und Aragorn hat ihn dann durch die Totensümpfe nach Norden geschleppt. Bis in den Düsterwald hinein. Und in den Düsterwald hat er ihn bei den Dunkelelben gelassen. Und die Dunkelelben sollten auf ihn aufpassen, haben ihn, weil sie ein weiches Herz haben, aber nicht irgendwo eingesperrt in eine dunkle Kerkerzelle, sondern haben ihn immer mal rausgehen lassen auf einen einzelnen Baum, der ganz allein stand, und haben ihn immer stark bewacht. Was an sich funktioniert, dass er da nicht fliehen kann. Aber, ja, die Orks haben dann die Düsterelben angegriffen im Düsterwald. Und bei diesem Angriff konnte Gollum entkommen. Und das war das, was hier gemeint war, dass sie ihn rausgeholt haben aus den Fängen der Elbenkrieger. Also die Orks haben Gollum dabei geholfen, wieder wegzukommen. Und Gollum ist dann halt seiner Wege gezogen. Und ich glaube, Sauron hat sich davon erhofft, dass Gollum ihn zum Ring führt. Aber, naja, Gollum ist ja so sein eigener Herr, so ein bisschen dann doch, ne? Also so eine ganz spezielle Gestalt. Gut, das wollte ich noch dazu verlieren. Schon wieder übelste Erklärbär und schon wieder ganz viel Zeit verloren dabei. Jetzt aber Fridolin Tuck.